Meistertask hat ja ein neues Logo bekommen, aber nicht nur das. Es hat sich auch hinter den Kulissen einiges getan und in diesem Video stelle ich euch die vier wichtigsten und besten neuen Funktionen von Meistertask einmal vor. Endlich sind sie da, die wiederkehrenden Aufgaben. Kleine Einschränkung vorab, es funktioniert nur ab der Pro-Version, also ab der Bezahlversion. In der kostenlosen Version von Meistertask gibt es keine wiederkehrenden Aufgaben. Wie richte ich die ein? Über Automation. Ich gehe in den Board, wo ich gern so eine wiederkehrende Aufgabe hätte, auf das i und dann oben in Projekteinstellungen. Jetzt sehe ich hier die unterschiedlichen Reiter. Ich gehe auf Automation und füge eine Automation hinzu. Und hier gibt es jetzt den Reiter wiederkehrende Aufgabe. Die füge ich hinzu. Vorlage nennt er das. Ja, ich packe die mal rein und schreibe jetzt hier rein, was ich jeden Freitag erledigen will. Es ist nämlich die Zahlungen. Ja, so. Jetzt kann ich hier auch eine Notiz hinzufügen, Checklisteneintrag und. Also wie so eine klassische Karte sieht das aus. Und ich kann das Fälligkeitsdatum festlegen. Das heißt, wenn sie erscheint, wann soll es dann fällig sein? Das hat nichts mit dem Erscheinungsdatum, wann sie erscheint auf dem Board, sondern wann es fällig ist. Und ich sage jetzt einfach mal am selben Tag fällig. So, das speichere ich als Vorlage. Jetzt sehe ich, dass hier die Vorlage Zahlung im Abschnitt offen. Jetzt kann ich mir noch aussuchen, in welcher Spalte, also in welcher Sektion soll das sein und wiederholen. Also ich kann sagen, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Und ich sage, jede Woche am Freitag. Und ich sage mal, alle 14 Tage, also alle 2 Wochen am Freitag mache ich das. Okay, so, dann habe ich das eingestellt, alle 2 Wochen am Freitag um 8 Uhr, beginnend am 28. Mai. Fertig. So, und jetzt passiert es, dass ab dem 28. Mai alle 14 Tage freitags hier eine neue Karte erscheint, die das gleiche Fälligkeitsdatum hat wie das Erscheinungsdatum. Es sind jetzt mehrere Checklisten in einer Aufgabe, in einer Karte möglich. Dazu öffne ich mal diese Karte und ihr seht, ich habe hier schon eine Checkliste eingestellt, Video erstellen mit 3 Punkten und ich gehe jetzt mal hier oben auf dieses Pfeil. So, und jetzt kann ich sagen, neue Checkliste und sage leere Checkliste und sage jetzt, erstellt er mir eine neue. Und ihr seht, jetzt geht hier eine neue, kann ich erstellen, da kann ich jetzt sagen, Video veröffentlichen zum Beispiel. Und jetzt kann ich also schön meine Punkte, meine Aufgaben in so einer Checkliste schön sortieren, indem ich mehrere Checklisten in einer Aufgabe erstelle. Checklisten können jetzt auch automatisch hinzugefügt werden als Automation, also als Section Action. Das geht aber auch wieder nur in der Pro-Version. Also ich kann jetzt hier hingehen und sagen, wenn in diese Spalte eine Karte verschoben wird, dann mache ich eine Automation, füge ich hinzu und sage einfach hier unten eine Checkliste hinzufügen. Und ich habe vorher eine abgespeichert, die heißt Video veröffentlichen und fertig. Jetzt habe ich also eine Automation hinzugefügt, das sehe ich ja auch. Und wenn ich jetzt diese Karte nehme, hier rüber packe, dann seht ihr, da hat er hier vorne schon hochgezählt und ihr seht jetzt auch, es ist das Video veröffentlichen als neue Checkliste automatisch hinzugefügt worden. Meistertask hat jetzt auch eine Integration mit meiner absoluten Lieblings-E-Mail-App Spark. Hier unten das blaue Symbol. Ich gehe da jetzt mal drauf. Und hier bin ich jetzt in Spark und ich habe den Dienst verbunden in den Einstellungen und auch eine Wischgeste damit verbunden. Und ich gehe jetzt einfach mal hier drauf und ihr seht, wenn ich also lange wische, kommt Meistertask. Jetzt kann ich entscheiden, ob ich E-Mail oder Link abspeichern will, in welches Projekt, also welches Board und in welchen Abschnitt, also in welche Spalte. Und wenn ich jetzt auf Speichern gehe, zack, ist da eine Karte in dieser Spalte mit dem Inhalt dieser E-Mail erstellt worden. Tolle neue Funktionen. Endlich die wiederkehrenden Aufgaben, auf die haben wir so lange gewartet. Dazu mehrere Checklisten, Checklistenautomation und als Killer-Feature die Integration mit meiner absoluten Lieblings-E-Mail-App Spark. Und das neue Logo gefällt mir auch ganz gut. Also, Thumbs up, Meistertask, ihr seid auf einem guten Weg. Ja, liebe Community, wenn ihr Fragen dazu habt, zu Meistertask, zu den Funktionen, dann schreibt mir am besten eine E-Mail an fraglars@larsbobach.de oder gerne hier in die Kommentare. Und ich wünsche euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao!